Moin YouTube, herzlich willkommen zur nächsten Session von Minecraft Elements, liebe Freunde. Wir haben in der letzten Session hier alles Mögliche fertig gebaut und ich stand jetzt die ganze Nacht hier an meinem Cobblestone-Generator. Ich habe sogar einmal heute Morgen früh schon den Kelp geerntet. Da war der schon ziemlich weit gewachsen und jetzt ist er schon wieder sehr weit gewachsen. Und wir gucken ins Kistensystem. Also in der ersten Kiste hier scheint nichts drinne zu sein. Das ist die 24 Karat Edition. Die gibt es jetzt zum Geburtstag von Level Up mit einer großen 2-für-1 Aktion. Tropical Geschmack habe ich auch schon getrunken und probiert. Ich muss sagen, die hat mir besser gefallen als die Tropical-Sorte, die es damals gab. Das ist eine limitierte Edition. 24 Karat Edition heißt die. Dose sieht krass aus. Ja, hier ist nochmal die Dose, wenn ihr die sehen wollt. So eine goldene ist das. Sieht auf jeden Fall sehr schick aus. Geiles Teil. Und gibt natürlich 2-für-1. Und mit dem Code G-Time gibt es nochmal ein bisschen was on top. G-Time 2, ja? Okay, alles klar. Ja, dann Code G-Time 2, da kriegt ihr 2-für-1. Danke natürlich an alle, die supporten. Und wenn ihr noch irgendwie Beratung braucht bezüglich anderer Sorten, weil ihr die Vorräte aufstocken wollt oder so, könnt ihr gerne Bescheid geben. Ich kann euch sehr gute Empfehlungen geben. Ich habe gestern Abend noch zwischenzeitlich einmal die Kiste unten geleert, weil die war schon komplett voll. Nach anderthalb Stunden oder zwei. Und hab hier alle Knochen reingetan. Die hat Sebo benutzt, der jetzt schon wieder unfassbar am Grinden ist. Und er hat sich sogar hier schon wieder Knochen rausgenommen. Weil ich weiß, dass die Kiste bis hierhin schon voll gewesen ist. Das heißt, er hat sich jetzt auf jeden Fall nochmal hier Knochen aus meiner Farm genommen, um weiter Level zu grinden. Und da sieht man das auch, ne? Also er hat eine Nano-Farm, bei ihm steigt das Level die ganze Zeit. Ich habe ja gesagt, ich werde in Sebo geisteskrank investieren. Und ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Also bei dem sind auch alle Leute wie bekloppt am Kaufen. Also ich glaube, der kriegt das gerade auch nur bewältigt, weil er jetzt so viel Bone Meal durch mich bekommt. Ich würde mal gucken, was er da für eine Nano-Farm sich gebaut hat, wie die läuft, weil dann würde ich mir nämlich jetzt hier auch anfangen, eine aufzubauen. Und dann wird da auch geisteskrank produziert. Schauen wir mal, wir gehen mal zu Sebo. So, da in die Richtung ist Sebo. Alter, was hat denn er gebaut hier für einen Turm? Jetzt ist die Frage, wo hat sich hier Sebo? Also vom Prinzip her ist das Ding relativ simpel. Ich hätte es gar nicht mal so, wie er das gemacht hat, gemacht. Aber da sieht man das, ne? Aber wo kommt denn das... Wo kommt denn das Bone Meal her? Ach, er hat nicht mehr in allen Dispensern Bone Meal drinne. Guck mal, wie der am Farm ist. Also, der muss ja geisteskrank reingrinden, ne? Die Moosfarm oben. Okay. Alles klar, aber egal. Wir bauen jetzt uns so ein System auch erstmal selbst auf. Damit kann ich nämlich dann auch direkt loslegen und farmen. Also, auf geht's, Leute. Wir haben jetzt auch unseren Fahrplan. Die Bücher unten, die drei sind meine, die kannst du nehmen, hat er gesagt. Okay, ja, hole ich mir nachher. Ich gehe jetzt erstmal, ich baue jetzt erstmal bei mir weiter, weil ich will jetzt auch auf jeden Fall gucken, dass ich da ein bisschen Vollgas gebe. Man sieht es auch jetzt hier zum Beispiel an meinen Dings. Den komprimierten Stein, die habe ich schon einmal aus dem Inventar getan. Also da seht ihr auch, was da zusammengekommen ist über Nacht. Dann gucken wir jetzt mal. Also, Dispenser braucht, glaube ich, einen Bogen. Ich weiß gar nicht, wie weit hat er die Abbaufläche gemacht? Waren das 3 oder 4? 4, ne? Ja. Weiter kann man, glaube ich, nicht abbauen, ne? Oder kann man auch 5 abbauen? Ich glaube, 4 kriegt man nicht, weil der schnell genug nachdings, ne? Nur mal auf Nummer sicher zu gehen. Ich glaube, ich baue einen Hopper und teste erstmal, ob der das ist mit dem Bone Meal. Ich bin mir nämlich nicht mehr sicher. Ich meine, der Dispenser ist nur zum Verschießen von Pfeilen und so. Ich glaube, man braucht nämlich einen Dropper. Nee, der droppt das so, okay, alles klar. Testen wir mal. Aber ich glaube, der droppt dann... Ja, okay, der droppt das alte in der Dropper. Okay, alright. Dann war ich doch mit dem Dispenser richtig. Gut, dann hebe ich mir den auf. Den werde ich safe irgendwo für ein Filtersystem noch brauchen. Hundertprozentig. Dispenser. Ah, guck mal, da können wir einen bauen. Ja, testen wir jetzt auch nochmal schnell. Aber man muss überlegen, du musst mal bedenken, Sebro hat 18.000, wie viel Knochen der sich genommen hat, ne? Und dann jetzt auch noch ich. Ich baller hier jetzt auch hoch. Da weiß man, was meine Farm produziert. Das ist geisteskrank. Da kann man sagen, was man will, aber dass ich diese Mob-Farm gestern den ganzen Tag gebaut habe, gefühlt, das war smart. Auch wenn das eine langweilige Sache für die Leute war, weil ich hier 10 Ebenen Mobs, Spawn-Ebenen gebaut habe. Aber nach hinten hinaus hat die sich jetzt gelohnt. Mein Auto stand so lange an der Straße mal geparkt, als wir eingestiegen sind, meine Freundin und ich, weil wir einkaufen fahren wollten, kam eine Nachbarin aus dem Ort und hat gesagt, die haben gedacht, der Besitzer des Autos ist verstorben, weil das so lange an der Straße stand. Die haben gedacht, ich wäre gestorben, weil das Auto zu lange an der Straße stand.
Der Junge ist am Kaufen. Guckt euch an, wie der am Kaufen ist. Guck mal, der Sebo sagt nicht ein Wort irgendwie von wegen, ja, G-Time oder so, weil der weiß, wie krass das pusht mit den Knochen. Der weiß schon, wenn er heute Abend wieder dran gehen will, dann sind so viele Knochen am Start. Und jetzt guckt euch an, Chat. Das hier baue ich komplett hoch, bis wo es dann reingeht in die Dingsfarm. Und dann mache ich links und rechts frei, dass man das sieht. Und dann kommen hier, werde ich so Felsen und Aquädukte links und rechts bauen. Dann kommt hier Wasser runter. Sebo ist so richtig genervt. Er rastet komplett aus. Alle wollen was von Sebo. Jeder hat bei Sebo Schulden. Ich bin der Einzige, der gar keine Schulden hat. Ich habe Sebo so viele Knochen gegeben, der konnte überhaupt erst so viele Level aufbauen deswegen. Spark of Phoenix? Ich möchte nicht, dass jemand an meine Farm geht. Ich werde das auch offiziell im Discord posten. Es gibt keine Knochen. Ich will gar keine Knochen. Ich will keine Knochen. Was möchtest du für einen Stack Emeralds oder so? Sagen wir mal 20 Emeralds erstmal. 20 Emeralds, das sind ja 1000 Level. Ui. Ja, ein Emerald kostet 50. Das ist viel, aber was würdest du theoretisch, hättest du irgendwas? So, ab heute gibt's ja diese Früchte bei Ocean. Ich könnte dir geil Früchte dafür traden. Ich würde das so machen, ich gebe dir die erstmal und wenn ich was will, dann komme ich irgendwann zu dir. Gerne, ich kann ab morgen wieder, bin ich komplett wieder gesund, da kann ich so viel grinden, da erfülle ich dir jeden Wunsch. Ja, machen wir so. Okay. Ich baue jetzt erstmal noch ein bisschen, ich hole die gleich zusammen und gebe dir die dann, ja? Kein Stress, ich nehme die auch gerne in 2 Stunden. Alles klar. Top, danke. Ciao. Mending hat mir Sebo, glaube ich, schon geholt für alles. Wenn er mir das mitgebracht hat, dann habe ich Full Mending schon auf Rüstung. Pro Gegenstand 4 für Unbreaking 3. Warte mal, das sind 4? 5. 20 mal Unbreaking 1. Und nimm dir Knochen. Da müssten wieder welche sein. Ich nehme mir nur ein paar selber noch, weil ich will zumindest die Level gleich grinden für noch die Diamanten, die ich brauche. Ich brauche 5 für einen Helm und 4 für Schuhe. Sebo hat gesagt, er braucht Eisen. Kein Problem. So, und jetzt gleich hole ich für Can dann seine Dings. Sebo-Stuff haben wir auch schon mal auf Lager, hier was. Sebo ist mein Bro. Der kommt immer vor allen anderen. Wenn Sebo was braucht, dann kommt der vor allen anderen. Okay, hallo. Blizzor, vergiss alle Angebote, die du kriegst. Ich werde dir das beste Angebot machen. Ja? Ich bin übelst gut mit Sebo connected. Ich kann dafür sorgen, dass du alles, was du willst, früher kriegst. Du meinst jetzt Vertauschung und sowas? Ja, genau. Okay. Ich kann dir auch Full Diamond schon anbieten und alles. Schaffst du Full Diamond mit Bezauberung drauf? Du meinst jetzt mit Protection, Mending und Unbreaking? Also wenn es möglich ist, natürlich. Muss ich mit Sebo abklären, also da geht echt einiges für drauf. Dann würde ich aber, also als Deal, du willst ja wahrscheinlich Full Diamond OP haben quasi. Wie teuer ist, wenn du zweimal die Trims und die Netherite-Barren holen würdest? Also für Sebo und mich. Ich guck jetzt. Weil dann kann ich das klären mit ihm, dass ich ihm sage, ey, wir kriegen beide Netherite, dass wir Full machen können. Und fürs Schwert brauchen wir also 5 jeweils. Immer, also insgesamt 10. Ihr braucht 10 von den Netherite Upgrades und von den Ancient Debris, wie viel? Ein Ancient Debris, man braucht immer, glaube ich, 3 für einen Barren oder 4, ne? 4. 4. Das heißt, 40 brauchen wir alleine für 10 Barren, ja. Das ist halt echt teuer. Wie teuer ist ein Ancient Debris? Also ich zahle 250 jedes Mal, das heißt, ich brauche 1000 ausgeben pro 4. Was bedeutet, du hast davon 40 gebrochen. Das würde bedeuten, wir müssen nochmal 10 drauflegen. Also bräuchte ich 10.000 Level bei Ancient Debris. Und die Upgrades kosten auch nochmal 500. Davon brauchst du auch 10, also 5.000. Das wären 15.000 XP. Ja, also bei Sebo sind die Bücher aber auch richtig teuer, ne? Also die können wir locker gegenrechnen. Wenn du einmal Effizienz zum Beispiel auf 5 haben willst oder Sharpness, dann brauchst du ja schon 16 Bücher. Wenn du Full Protection haben willst und so, dann sind das, glaube ich, auch, ich weiß gar nicht, was das jetzt vorhin waren, auch 16. Ich glaube, es ist eine Menge. Da kommt, also Sebo hat mich jetzt fast voll OP gemacht und der hatte 18.000 XP und der hat fast alles für mich ausgegeben. Ja, okay. Und da, okay, also Diamonds kann ich dir jetzt schon sofort geben, ne? Ich habe 24 Stück auf der Hand. Okay. Dann machen wir das so. Ich würde versuchen, das dann so schnell wie möglich alles zu erfahren, weil ich sag dir, wie es ist, ich brauche dafür noch ein bisschen Zeit. Aber ich denke, das sollte heute Abend wahrscheinlich alles fertig sein.
Das heißt, wollen wir den Deal machen, dann werde ich versuchen, wirklich diese zwei... Ja, ey, ganz kurz, wenn du die, wenn du schon die fünf Netherite-Sachen für mich zusammenhättest, kannst du mir die dann sofort schon geben? Können wir schon machen, ja. Okay. Aber dann brauche ich halt idealerweise so schnell wie möglich die Rüstung. Ja, warte, ich gebe dir schon mal die Dias. Ich hole die eben. Okay. Ja, wir müssen halt aufschreiben, was er alles kriegt, ne? Er kriegt jetzt, ich muss ihm eigentlich 26 Dias holen, noch für ein Schwert, das will er ja bestimmt haben. Dann hole ich ihm gleich noch zwei. Also 26 Dias und dann müssen wir einmal gleich die Bücher durchgehen, damit Sebu Bescheid weiß, was wir ihm alles holen müssen. Das ist ein geiler Deal jetzt. So, oh. Mach auch meinen Markt. Ich hole dir noch zwei Dias, weil du willst ja bestimmt auch ein Dias-Schwert, ne? Ja, hier hat auch ein Dias-Schwert, war auch ganz cool. Okay, ja, dann hole ich noch zwei, die gebe ich dir dann. Sebo wird auch erst heute Abend da sein, aber das wird kein Problem sein, weil der kriegt innerhalb von einer halben Stunde, Stunde alles zusammen, was der, was du brauchst. Weil wir haben gigakrass so eine Nano-Farm, womit wir sehr schnell an die Level kommen. Okay, das ist cool. Ja, dann machen wir das so. Wie viel wolltest du denn nochmal jetzt haben? Also ich schreib's mir dann gleich nochmal oder ich schreib's dir. Also wir brauchen, also ich brauche für 5 Upgrades quasi die Rüstung und ein Schwert. So, und dann brauchen wir das Ganze nochmal für Sebo. Netherite Upgrade, okay. Ich schreib's mal auf. 5x Netherite Upgrade. Dazu dann noch die Ancient Debris, das heißt das Ganze 5x4, also 20 davon. Genau. 20x Ancient Debris und dann nochmal 2x Klammer wegen Sebo. So. Genau. Okay. Ich rechne auch einmal alles durch. Ich schicke dir das dann im Discord, selbst wenn das jetzt mit den Büchern und so, weil ich weiß, dass das mit den Büchern, die werden richtig reinhauen. Wenn das mehr ist als vom Wert, was du uns jetzt gibst, ne, ist egal, dann trotzdem machen wir dich full OP dann. Okay, sehr cool. Einmal das und einmal das. Alter, danke. So, und damit ist der Deal sehr gerne. Ich finde es super, dass wir einen guten Deal machen können. Geil, und geil. Abends reden wir dann nochmal. Alles klar, machen wir so, Blizzard. Vielen, vielen Dank. Weiter und weiter. Also, wenn ich noch mal ein paar habe, kann ich dir dann... Ja, ey, und wenn du irgendwas anderes brauchst, sei es Redstone, Eisen oder auch zum Beispiel, wir haben ja so Tränke, die geben 10% mehr Level für spätere Collections oder so, kommst du einfach zu mir, kriegst du. Ja. Oh, cool. Okay, mach es so. Alles klar, bis dann. Dann bis später. Tschüss. Ey, was geht hier gerade ab, Chat? Komplette Eskalation. Also, Blizzard besorgt uns 5 Netherite-Upgrades, also Trims, das hier, 5x Smithing-Template, das muss er aber 10x holen wegen Sebo und 40 Ancient Debris. Ey, wir müssen einmal aufschreiben, was wir Blizzard alles für Bücher holen müssen. Der braucht ja komplett für seine ganze Montur Unbreaking. Wie viele Bücher waren das insgesamt? Geil, 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 geil. Ist das geil. Ey, Sebo wird nachher so sich kaputt lachen, ne, wenn er das hört. Also, 16 Protection 1 Bücher müssen wir aufschreiben. So, dann brauchen wir fürs Schwert Sharpness 32x Protection 1, okay. Ja, dann brauchen wir 32x Protection 1. 16x Sharpness 1. Tragen die Mods das gerade ein? Ja. 5x Mending. Oh, 800 Level, warte mal, nee, da war der Händler. So, was habt ihr jetzt alles aufgeschrieben? Einmal kurz zum Durchgehen. 32 Protection 1, 16 Sharpness, 5x Mending. Ja, genau, und Unbreaking müssen wir noch aufschreiben. Unbreaking brauche ich auch noch. Wie viel Unbreaking brauchen wir? 4 Bücher pro Piece. Das heißt, bei 5, 20 Bücher, ne? Ja, 20 Bücher. 20 mit Unbreaking Sword. Ja, hab ich ja gesagt, ne? Ist das krank, Leute. Ist das krank. Das Geile ist, ich kann jetzt hier angeln, ne? Und im Hintergrund hören wir die Skelette ploppen. Ich bin schon Angeln Stufe 15. Ja, ich glaube, so ein Glücktrank macht auf jeden Fall Sinn, ne? Spark ist gerade im Überwachungsmodus. Fuchsel. Wo ist Fuchsel? So. Fuchsel. Du hast ja noch ein paar Schulden bei mir, ne? Du auch hier mit den Schulden. Überall mache ich mir Schulden. Ihr verkauft doch so schöne Glückstränke. Da würde ich, wie lange halten die? Eine Stunde. Willst du ein bisschen mitangeln? Ich würde einen nehmen und dann würde ich mitangeln, glaube ich, ja. Lohnt sich das hier zu angeln? Ja, schon. Kommt ja auch angeln. Mann, Spark sagt das gerade nur, weil es ist gut für Ocean, ja, aber es ist auch gut für Nether. Ich brauch Levelkarte. Spark, ich habe mit einmal Angeln gerade 6 Level gemacht. Ja, das ist normal. Ist geil, oder? Bei G brauchst du noch eine gute Angel. Bitte?
brauchst du noch eine gute Angel. Was ist eine gute Angel? Eine mit Lure 3, Unbreaking 3, Mending. Also meine hat Mending drauf, aber kein Lure. Kann man das, können das die Sky-Leute holen? Ja. Oh, pass auf, G, pass auf. Aber ich habe die geangelt. Ich würde sie dir anbieten, wenn du sie möchtest. Unbreaking, Mending und Lure 3. Oh, was willst du für diese Angel? Du bist Stein, ne? Ich bräuchte Eisen tatsächlich einfach nur. Eisen? Ja. Okay, wie viel willst du? Ein Stack? Ein Stack Eisen, aber jetzt rohes Eisen, nicht diese, du meinst jetzt nicht die Blöcke? Nee, nicht Blöcke. Okay, machen wir. Ey, brauchst du das Eisen jetzt sofort, weil ich hab von Fuchsel so einen Trank gekriegt. Alles gut. So, ein Stack Eisen, bitte. Perfekt, super nice, danke dir. Kein Problem. WG ist jetzt der Erste, der überhaupt den neuen Boss challengen kann. Ja, ich mache mir nochmal zur Sicherheit ein Schild. Ich sag so, das ist jetzt die Ironie, weißt du, wenn du Pech beim Ersten hattest, der Zweite wird jetzt deiner. Also wenn ich den jetzt gelegt kriege und dann vielleicht sogar noch einen Unique aus dem rausziehe, dann sage ich dir Spark, dann ist meine Motivation ganz weit oben. So, dann gucken wir mal. Du gehst rein? Yes, das war hier hinten, ne? Ja, da. Okay, ja, ich komme, ich bin bestätigt. Ich habe die Arena auch noch nicht gesehen. Oha, okay. Ja, also an die Arena würde ich jetzt nicht so Erwartungen stellen. Ne? Ich glaube, das ist die aufwendigste von allen. Ich habe mir nicht so viel Mühe gegeben, weil ich lieber Gameplay gemacht habe. Also. Ach, das passt so, Spark. Ich finde die geil. Die nächsten Mal wieder simpel. So, G, dann jetzt bin ich gespannt. G, hast du ihn schon gespawnt? G macht den Boss gerade, ja. Der kämpft gerade. Oh, ich konnte noch rein. Oha. Okay, der macht aber auch gut Damage. Okay, also ich sag's euch direkt, wir brauchen Nether Potion, also die Tränke. Also ich glaube, wenn wir den jetzt zu dritt machen, würden wir den sogar gelegt kriegen, ohne Probleme. Wie viel hast du dem abgezogen? Ich hab den fast auf der Hälfte gehabt. Das Ding ist, der Boss hat schon sehr gut Damage reingedrückt. Also der hat so 2-3 Hits gemacht und dann war ich schon sehr low vom Leben, deswegen. Und ich weiß, im Nether, die Leute, die können so Heiltränke holen. Das heißt, da brauche ich auch welche von. Was? So, Fuchsel, so läuft das hier. Was sagst du jetzt, Fuchsel, hä? Erstmal gönne ich mir die XP, die ihr für mich hier freigemacht habt. Dann gönne ich mir euer Unique für eine halbe Stunde hier, ja? Hä? Was hast du gemacht? Ich habe eine halbe Stunde geangelt und ein Unique-Item bekommen. So. Nee, ist das heftig. Geil. Aber krass lucky, ne? Weil viele haben richtig viel geangelt. Krass. Holy, der ist ja geisteskrank, das Unique. Das macht, wenn ich angel, dass ich nochmal 5 Loot mehr bekomme. Ist ein Troll. Alles klar, also ich würde sagen, an die Ocean Gang, wir verkaufen Luck Potions so richtig, richtig teuer an G-Time. Hey, G-Time, ich brauch noch dir. Ey, warum nimmst du das so persönlich? Ich kann doch nichts dafür. Ich hab einfach. Du, pass mal auf, Fuchsel, warte. Warte. Du hast mich eingeladen zum Angeln. Du hast gesagt, kommst du dazu, angelst du mit mir. Ich stell mich hier hin und angel und jetzt flamest du mich. Ich flame dich doch gar nicht. Viel Spaß damit. Ich hab hey nur G, ich hab dir doch eine Angel gerade gegeben. Guck mal, ich hab den Wanderlachs gekriegt. Stammt aus den frischen Quellbächen in Luxemburg. Das ist Spark sein Item. Theoretisch, ich brauche eine Rüstung. Kann ich dir die Emeralds-Bestellung und eine Rüstung, also, Dia, also 27 Dias, nee, warte mal, 24 Dias abkaufen und dann kann ich dein Minion sein, für was auch immer du möchtest. Können wir machen, ja. Ich mag das, wenn Leute bei mir Schulden haben. Du hast eine Liste, ich hab's gesehen. Ja, krass. Ich hab eine Liste. Also übrigens, wenn ihr über euren Schuldenstand Bescheid wissen wollt, ich hab eine Liste, da steht alles drinne. Okay, ja, ist fair. Also wenn du mir 24 Dias holst und einen Stack Emeralds, dann freue ich mich. 24 Dias, brauchst du kein Dias-Schwert? Nee, das gibt ja irgendwann eh einen. Oh ja, doch, 27. Komm, machen wir 27. 26, so. 2 hole ich noch für Spark. Dann braucht Spark einen Stack Emeralds. Ja, mach mal 100. Also 100 sind 5000 Level, so. Das geht ja noch. Hey, G, mein Freund. Da kann ich ganz viel bauen. Ich hoffe, dann bin ich fürs Projekt gesetzt. Also, ich hab dir eine Angel gesponsert, die dir gerade 25.000 Level gegönnt hat. brauch ich auch ein paar Emeralds. Nicht viele. Extrem geil, Schüttern, danke. Bitteschön, Spark. So, warte mal. 26 Dias und Emeralds wolltest du, glaube ich. Was waren das? Genau, 26 Dias und ich wollte einen Stack Emeralds. Okay, dann kriegst du auch noch einen Stack Emeralds. G-Time hat uns so an den Eiern jetzt. Der hat komplett. So abgezogen. Der hat alles. Der hat hier den. Ey, ihr könnt alle gerade bei Blizzard nichts kaufen, weil ich mit Sebo zusammen
bei Blizzard so eine Giga-Bestellung gemacht haben, dass er gesagt hat, ich kann für niemanden was farmen. Es war Kartellverbot, muss sofort her. Ja, bitte. Cheetah, wie findest du das, dass du eben noch gesagt hast, wenn ich jetzt einen Unique bekomme, dann ist meine Motivation aber oben und auf einmal hast du eins. Da, ich find's schon sehr geil, ja? Fuchsel, wolltest du noch irgendwie Schulden aufbauen? Warte, du hast mir jetzt die Dias zugegeben, ne? Wie viele Dias waren das? Wie teuer war das? Ich hab dir, glaube ich, 24 gegeben. Und du hast mir jetzt... Warte kurz. 25, okay. Ich habe jetzt noch für Sebo und mich Eisen geholt. Sebo wird so ausrasten. Sebo wird so ausrasten, Leute. Guckt's euch an. Guckt euch an, wie viel Eisen und Redstone. Spark braucht noch 2 Dias, ne? Spark fehlt noch. Spark hat... Was habe ich Spark alles gegeben, Leute? Hatte ich ihm 1 oder 2 Stacks gegeben? Ah, ich habe ihm schon gegeben. Okay, aber egal. Ich baue trotzdem ab. 2 Dias und 100 Emeralds. Sebo wird so ausflippen, ne? Ist das krank, Junge. Was ist denn heute, was passiert hier heute? Es ist komplett am Eskalieren. Die Leute sind so verschuldet bei uns, das ist crazy. Das wäre geil, Speed. Mit Sebo gemeinsam bin ich auf den Olymp der Mafia aufgestiegen. Sebo wird so ausflippen, wenn der nachher kommt, ne? Der muss zwar, wir müssen zwar für Blizzard einige Sachen holen, aber das ist easy going. Aber wenn der hört, dass der jetzt schon, der hat schon full Netherite-Equipment geklärt, ja? Der kriegt so viel Eisen. Der hat gesagt vorhin, der braucht ganz dringend viel Eisen. Der muss so viele Hopper craften und so. Ich scheiß den so zugleich mit Eisen, wenn der kommt.